Applaus aus Westafrika, Gambia, Senegal und nachher hören wir noch mal mehr. Ich muss jetzt hier ein bisschen einheizen, liebe Tübingerinnen und Tübinger, alle, die Interesse haben, denn es verzögert sich noch ein bisschen wieder, Janine. Also sie kommt auf alle Fälle, aber sie ist gerade zwischen Stuttgart und Tübingen. Also ich muss jetzt hier ein bisschen improvisieren, also entweder wir fangen jetzt alle an zu tanzen oder ich habe noch eine andere Idee. Erstmal zu mir, mein Name ist Heike Hensel, ich bin hier ja die örtliche Bundestagsabgeordnete und auch die Kandidatin für die aktuellen Bundestagswahlen. Ja, aber also das Wetter hält, hoffen wir, haben wir geschaut. Ich spreche aber hier recht häufig und deshalb denke ich mir, ist es auch interessant, heute eine andere Stimme zu hören. Und wir haben ja hier in unserer Nachbarschaft auch eine frisch gebackene, neue, engagierte, super Bundestagsabgeordnete der Linken, nämlich Jessica Tati aus Reutlingen. Und die darf ich mal hier nach oben, bitte. Und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt vielleicht mal hier einen kleinen Werbeblock für die Linke einschieben. Ist ja klar, für wen sonst? Für die Linke. Wer das Original will bei sozialer Gerechtigkeit und für eine friedliche Außenpolitik, sage ich nur, und einen wirksamen Klimaschutz, der verbunden ist mit der sozialen Frage, der und die kann nur die Linke wählen. Ich verstehe nicht, warum jetzt der Herr Wiggeler da nicht geklatscht hat. Ich sehe alles. Also auch alles unter Beobachtung. Ja, also erst auch mal alle sehr herzlich willkommen. Wir haben hier ja auch einige, wir haben auch Gemeinderäte, Rätinnen da. Wo ist sie denn? Gerlinde Strassdeit und Kreisrat Bernhard Strassdeit auch. Wo steckt er? Hier, genau. Und ich sehe jetzt nicht alle ungefähr, kann nicht jeden persönlich begrüßen, aber die Maggie, natürlich, die Maggie ist nämlich unsere wichtigste Person. Die mischt hier alles ab. Ja, das ist wieder typisch. Die habe ich jetzt übersehen, weil sie so nah sitzt. Die Maggie Pahl, Kreisrätin, Personalratsvorsitzende der Uni und eine super Tontechnikerin, die uns hier gerettet hat. Also mehr geht eigentlich nicht. Und ja, die Jessica hat als Schwerpunkt Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, ist neu im Arbeitsausschuss. Da kennst du ja auch den Kollegen Martin Rosemann sehr gut, was er so an Politik denn wirklich macht. Und für mich wäre aber jetzt mal natürlich die erste Frage, warum muss Mann, muss Frau, müssen alle eigentlich jetzt die Linke wählen? Liebe Heike, und hallo Tübingen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin und das ist auch ein tolles Bild von hier oben, dieser volle Platz, das freut mich wirklich sehr und ich hoffe, dass wir auch am Freitag in Reutlingen einen so vollen Marktplatz haben werden, wenn Dietmar Bartsch nämlich in Reutlingen ist. Und da lade ich auch herzlich dazu ein, von Tübingen nach Reutlingen zu kommen und zwar am Freitag, 17.09. um 14 Uhr. Und es lohnt sich auch schon, um 13.30 Uhr da zu sein, weil wir eine tolle Band haben, nämlich eine tolle Sängerin, Akeva, wird dort sein, mit auch Abdu hier wird auch bei der Band dabei sein und sie auch? Nein? Aber Abdu wird auch wieder dabei sein an den Trommeln. Deswegen würde ich mich sehr freuen über den Besuch. So, Heike, entschuldige mir den kleinen Werbeblock hier. Jetzt soll es aber um die Politik der Linken gehen und selbstverständlich kämpfen wir bis zum letzten Atemzug dann am 26.09. für ein starkes Ergebnis für die Linke. Also zum einen kann man nur sagen, wir brauchen die Linke, weil wir glaubhaft wie keine andere Partei für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Und es ist auch dringend notwendig in den nächsten 4 Jahren. Wir haben die Situation, dass wir jetzt hier vor verschiedenen Koalitionsmöglichkeiten auch stehen. Und ich kann auch nur sagen, man kann die
SPD und die Grünen nicht alleine regieren lassen, weil wir wissen, was dabei rauskommt, nämlich Hartz IV und Afghanistan. Das kann so nicht weitergehen. Deswegen brauchen wir eine starke Linke, dass wir richtig Druck machen können bei den sozialen Themen und bei den friedenspolitischen Themen. Und wenn wir uns anschauen, was CDU und FDP für Steuerkonzepte vorgelegt haben, also da kann ich nur sagen, das geht überhaupt nicht. Die FDP will dafür sorgen, dass wir fast 90 Milliarden Euro weniger in der Staatskasse haben. Die CDU, bei der CDU sind es fast 35 Milliarden Euro. Und da muss ich mich fragen, wie kann man sich denn zu dieser Zeit, wo wir vor so großen Herausforderungen stehen, mit Klimaschutz, mit präventiven Maßnahmen auch für den Katastrophenschutz, wir haben das bei den Unwettern gesehen, im Gesundheitssystem. Wir brauchen mehr Personal in den Krankenhäusern. Wir müssen da richtig investieren in gute Bildung. Dass es eben nicht länger vom Geldbeutel der Eltern abhängt, welche Bildung ein Kind genießt und welche Zukunft die Kinder haben. Jedes fünfte Kind lebt in Armut. Das ist doch nicht hinnehmbar in einem reichen Land wie unserem. Das heißt, man kann CDU und FDP nicht ernsthaft wählen, weil sie haben keine Mittel in der Hand, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Und es ist sehr traurig, aber genau deswegen gibt es uns als soziale Alternative. Wir sorgen dafür, mit einer gerechten Besteuerung der Reichsten in diesem Land, der Multimillionäre und der Milliardäre, dass wir genug Geld haben, um dieses Land gerecht zu machen. Millionen Menschen hier in Deutschland von Altersarmut bedroht sind. Wir haben eine Altersarmut in diesem Land, die ist nicht länger hinnehmbar. Und deshalb müssen wir selbstverständlich dafür sorgen, dass sich das ändert. Die Renten müssen rauf. Wir müssen diese unsinnige Debatte über die Rente mit 68 beenden. Das ist absolut unnötig und es ist auch makaber. Argumentiert in dieser Diskussion oftmals mit der steigenden Lebenserwartung. Aber sie verschweigt dabei, dass die Lebenserwartung nicht gleichmäßig für alle steigt. Dass es eben einen Unterschied macht, ob man ein Gutverdiener ist oder ob man ein Geringverdiener ist. Also man muss doch mal überlegen, jeder fünfte Mensch stirbt vor seinem 69. Lebensjahr. Auch wenn wir uns natürlich alle wünschen, dass wir steinalt werden und dabei gesund bleiben. Das ist für viele nicht der Fall. Und wer dem Möbelpacker und der Pflegekraft, der Erzieherin und dem Fliesenleger erzählt, dass sie bis 68 durchhalten sollen, dann wissen die doch, dass das nicht möglich ist, sondern die Wahrheit ist doch, die werden mit großen Abschlägen in die Rente gehen und werden in Altersarmut landen. Und da sagt die Linke, da machen wir nicht mit, wir müssen drüber reden, wie kriegen wir das Rentenalter runter und die Renten rauf. Ja. Vorgelegt. Wir sagen, wir müssen dafür sorgen, dass das Rentenniveau wieder zurück auf 53% kommt. So, nur so können wir den Lebensstandard im Alter absichern. Wir müssen die Privilegien für Spitzenverdiener abschaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Beitragsbemessungsgrenze steigt und man verhältnismäßig dann auch nach seinem Einkommen in die Rentenkasse einbezahlt. Und wir müssen dafür sorgen, dass endlich mehr Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. Die Selbstständigen sollen einbezahlen. Mit einer Stichtagsregelung auch die Beamtinnen und Beamten und selbstverständlich auch Bundestagsabgeordnete. Es kann doch einfach nicht wahr sein, dass die Politiker hier in diesem Land, über die Renten der Leute entscheiden, ohne selber von diesem Rentensystem betroffen zu sein. Das muss sich endlich ändern und die Linke ist die einzige Partei, die das in der letzten Legislatur eingebracht hat, die Anträge dazu gestellt hat, die von allen anderen Fraktionen abgelehnt wurden. Und ich finde, das ist ein Skandal und dafür werden wir natürlich auch weiterhin in der nächsten Legislatur eintreten. Heike, vielleicht
vielleicht kannst du auch, weil wir ja zwei Standbeine haben, zwei feste Standbeine hier bei der Linken. Das eine ist die Sozialpolitik, die soziale Gerechtigkeit und das andere ist die Friedenspolitik. Vielleicht ist es ganz gut, hier den Leuten auch mal zu sagen, was da unsere nächsten Ziele sind, die wir umsetzen wollen. Ja, vielen Dank nochmal, einen Applaus an die Jessica. Und hier unsere Untermalung ist natürlich wirklich super. Ich lade euch mal in den Bundestag ein für die nächsten Reden. Und wenn dann vor allem von der AfD was kommt, dann haut ihr es derart rein, dass die alle flach liegen. Vielen Dank. Ja, also wir haben natürlich, eigentlich haben wir drei Standbeine, muss man sagen. Weil man das heute gar nicht trennen kann. Die soziale Frage, soziale Gerechtigkeit, und ich glaube, das wisst ihr alle, da haben wir die höchste Glaubwürdigkeit und den längsten Durchhalteatem. Und wenn die Linke 2005 nicht angetreten wäre mit dem Mindestlohn, mit dem gesetzlichen Mindestlohn, wo sie uns alle den Vogel gezeigt haben, dann bin ich mir sicher, hätten wir ihn heute immer noch nicht, weil es waren wir, die den Druck massiv im Bundestag erhöht haben, dass es überhaupt so eine Initiative zustande kommt. Und das zeigt übrigens auch, weil ja jetzt viele Koalitionsspiele und so weiter gemacht werden, das ist sicher auch interessant, aber man kann aus jeder Position heraus was bewegen. Das möchte ich sagen. Man kann aus jeder Position heraus etwas bewegen, auch außerparlamentarisch. Denn wenn ich mir zum Beispiel den Atomausstieg anschaue, den gibt es bis heute auch noch nicht. Der wurde nämlich von uns allen, von der Bevölkerung auf der Straße erkämpft. Und deshalb, finde ich, brauchen wir heute auch eine ganz andere Politik, dass Menschen außerhalb auf die Straße gehen und Forderungen stellen und den Druck erhöhen. Und wir versuchen im Parlament, den Druck dann zu verstärken und somit auch Politik verändern können. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, als wir oft selbst denken. Und es ist auch eine Ermutigung, für viele andere Themen auf die Straße zu gehen. Und da fällt mir hier als allererstes in Tübingen auch ein, dass endlich die Situation, die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte endlich verbessert werden, die in dieser Pandemie die größte Arbeitslast für uns alle getragen haben. Also soziale Gerechtigkeit, und da gehört für uns genauso eben der Klimaschutz und eine friedliche Außenpolitik zusammen. Das muss zusammen gedacht werden. Denn was wir erleben, und ich sitze ja im Auswärtigen Ausschuss, ist eine enorme Aufrüstung. Einen Rüstungswahnsinn, der unglaublich ist angesichts dessen, dass wir Milliarden benötigen, um die Corona-Folgen zu bewältigen. Und dass wir Milliarden benötigen, um eben auch den Umbau unserer Industrie, um Klimaschutz, um Klimaanpassung wirklich gut finanzieren zu können. Wir brauchen das Geld für die menschliche Entwicklung, für den ökologischen Schutz, für die soziale Gerechtigkeit und nicht für immer mehr Aufrüstung in der Rüstungsproduktion und tödliche Rüstungsexporte. Das halte ich für eine sowohl außenpolitisch falsche Politik, aber auch aus klimapolitischen und aus sozialen Gründen können wir uns diesen Rüstungswahnsinn nicht mehr leisten. Und viel zu wenig wird auch darüber gesprochen, dass natürlich Krieg und Militäreinsätze auch eine enorme Belastung für das Klima sind, neben all dem Leid, das sie für die Menschen bedeuten und die Zerstörung der Länder, ist es ein enormer Klimakiller, weil der ganze Krieg zerstört ganze Länder, die wieder aufgebaut werden müssen. Enorm viel Rüstung, die einen CO2-Ausstoß hat, die übrigens, diese Zahlen fließen nie in die Klimabilanz der Bundesregierung ein. Weder die Rüstungsproduktion, noch die Auslandseinsätze, noch die Rüstungsexporte. Und Tübingen ist engagiert und will einen aktiven und effektiven Klimaschutz. Und deshalb heißt es, wer Klimaschutz will, muss sich auch für Abrüstung und für eine friedliche Außenpolitik einsetzen. Das gehört zusammen. Natürlich auch die soziale Frage in den Zusammenhang mit der Klimaschutzfrage und wollen uns vor allem
auch auf die großen Strukturen konzentrieren. Auf die großen Konzerne, die viel zu lange die Möglichkeit hatten, zum Nulltarif praktisch über geschenkte CO2-Zertifikate, die sie dann noch verkaufen konnten und damit Millionen verdient haben, die Umwelt zu belasten, das Klima zu belasten. Und nach wie vor werden Konzerne, und wir wissen die Zahlen, dass ungefähr 100 Konzerne für 60-70% des industriellen CO2-Ausstoßes verantwortlich sind, dass wir das ändern müssen und dass wir auch an diese großen Strukturen herangehen und nicht nur hier schauen, ob die Leute dann noch mit dem Auto fahren oder nicht. Das eine geht nicht ohne das andere, und darum kämpfen wir auch, dass es endlich eine Klimaschutzpolitik gibt, die sich auch auf die großen multinationalen Konzerne konzentriert. Ich war gerade heute Morgen, habe ich mir in Dotternhausen das Zementwerk angeschaut von Holcim. Unfassbar, was da in die Luft geblasen wird an Giftstoffen, welche Sondergenehmigungen es gibt. Hier vom Regierungspräsidium, das muss ich auch mal sagen, eine grün-schwarze Landesregierung lässt dieses Zementwerk in Dotternhausen unglaubliche Giftstoffe auspusten nach wie vor. Sie müssen keine Filteranlagen einbauen. Sie haben eine miserable CO2-Bilanz. Das weiß man ja, dass die weltweite Zementproduktion für 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Und das in unserer Region, die alle hier belastet, das ist skandalös. Und da muss ich auch endlich hier was ändern. Ja, also es gäbe noch vieles zu erzählen, aber ich würde sagen, du, Jessica, was ist, liegt dir noch auf dem Herzen, und dann machen wir nochmal hier Musik. Also was mir noch sehr am Herzen liegt, ist natürlich das Thema der Niedriglöhne. Wir haben in Deutschland einen großen Niedriglohnsektor, den größten in Westeuropa, und das geht so definitiv nicht weiter. Wir brauchen einen arbeitsfesten Mindestlohn. Die Linke fordert 13 Euro Mindestlohn, weil es doch einfach auch darauf ankommt, dass man nach einem harten Arbeitsleben dann auch eine anständige Rente bekommt. Und niedrige Renten kommen von niedrigen Löhnen. Deshalb brauchen wir einen armutsfesten Mindestlohn, und wir müssen auch dringend dafür sorgen, dass mehr Unternehmen wieder tarifgebunden sind. Es geht doch nicht so weiter, dass immer mehr Unternehmen sich der Tarifbindung entziehen. Wir brauchen starke Gewerkschaften und Betriebsräte, die das gemeinsam mit den Beschäftigten erkämpfen. Und da wollen wir die Gewerkschaften dabei unterstützen. Wir stehen an ihrer Seite bei den Arbeitskämpfen, die sie führen. Die Busfahrer und Busfahrerinnen, die brauchen unsere Unterstützung jetzt. Die haben heute in Stuttgart demonstriert. Und wer einen zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr möchte, der und die muss sich auch dafür einsetzen, dass auch die Busfahrer und Busfahrerinnen dann gut bezahlt werden. Das gehört doch zusammen. Und was natürlich noch ein ganz großes Herzensanliegen für die Linke ist, sind die explodierenden Mieten. Auch das hängt natürlich maßgeblich damit zusammen, dass die Leute sich diese Mieten nicht mehr leisten können, dass es ihren Reallohn reduziert, wenn sie immer mehr Geld für die Miete ausgeben müssen. Ihr kennt das Problem hier auch in Tübingen, wir kennen es auch in Reutlingen, es frisst sich durch die Städte, und die Bundesregierung war bislang unfähig, an dieser Wohnungsnot irgendetwas zu ändern. Die Linke hat Konzepte dafür. Wir sagen ganz klar, es muss aufhören, dass immer mehr Sozialwohnungen aus der Bindung fallen. Allein seit 2017 sind 160.000 Sozialwohnungen am Markt verschwunden. Wir haben die Situation, dass 11 Millionen Menschen in diesem Land Probleme haben, ihre Wohnkosten zu bezahlen. Das bedeutet, die geben über 30% ihres Einkommens für die Miete aus. Bei immer mehr Menschen geht fast die Hälfte des Einkommens für die Miete drauf. Das kann doch nicht so bleiben. Also das heißt, wir haben die Situation, wo wir sagen müssen, wir brauchen diesen bundesweiten Mietendeckel, der so nur bei der Linken im Programm steht, dass wir die Mieten dort einfrieren, wo sie ungebremst
steigen. Und das würde uns dann auch mehrere Jahre Zeit verschaffen, um endlich wieder in den massiven Neubau von preiswertem Wohnraum und von Sozialwohnungen zu gehen. Wir wollen, dass die öffentlich gebaut werden, zu einem großen Anteil, dann auch in öffentlicher Hand bleiben, weil sie nur so dauerhaft günstig gehalten werden können. Wir müssen die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften stärken und die können dann einfach vor Ort genau den Wohnraum bauen, den die Leute vor Ort brauchen. Da müssen wir dafür sorgen. Und wir können nicht zulassen, dass dieses Mietendrama so weitergeht und sich eben dann große Immobilienkonzerne, so wie wir das in Berlin sehen, da einfach große Profite rausziehen, dass die Menschen vor Ort eben diese Wohnungsknappheit haben. Das kann so nicht weitergehen. Ja, genau. Ich hoffe ja, Jessica, dass die Unterschriftenkampagne, dass der Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen gewinnt nächste Woche in Berlin. Bitte schön, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut, Heike, du darfst auch gerne noch was sagen. Ja, also, Frederico, wo steckt die Janine? Wie lang? 10 Minuten. Nein. 10 Minuten, nicht 10 Sekunden. 10 Minuten. So, liebe Leute, gibt es von dir noch was ganz Wichtiges? Ja, also am 26. September auf jeden Fall wählen gehen mit beiden Stimmen, aber mindestens mit der Zweitstimme die Linke stark machen, dass wir eine starke Linksfraktion auch im nächsten Deutschen Bundestag haben, mit der wir für diese ganzen sozialen Themen und für eine gute Friedenspolitik kämpfen können. Das versprechen wir euch, da werden wir nicht nachlassen und werden da immer zuverlässig an der Seite der Beschäftigten stehen, an der Seite der Mieterinnen und Mieter und für eine gute und friedliche Außenpolitik. Und, sehr schön, und noch eine Information. Die Linke war die Fraktion in den letzten Jahren, die immer mehr Frauen als Männer in der Fraktion hatte. Das ist auch schon mal ein wichtiger Punkt. Okay, also das ist ja eine Minute schon mal weniger. Und jetzt würde ich aber sagen, noch mal ein bisschen zum Aufwärmen, wobei mir ist es schon ganz heiß. Es ist wirklich richtig schwül. Wir können uns aber alle noch mal ein bisschen in Stimmung bringen, denn... bei der Musik, finde ich, kann man nicht sitzen bleiben. Und wir hören jetzt nochmal Safnama Musik aus Westafrika, Gambia und Senegal. Abdu und... Ja.